Moin, moin, meine lieben Leute, wir befinden uns immer noch in der Echo Generations Fabrik. Und ja, wir müssen mal gucken, es muss ja noch etwas mehr geben, was wir hier machen können. Schauen wir mal, ob wir das rausfinden. Die müssen wir mal vorbeiziehen lassen. Also anscheinend können wir gegen die ganzen Leute hier nicht kämpfen. Wir sterben immer gleich sofort. Aber ich würde ganz gerne mal zu den Typen da rein und fragen, was es mit dem Error so auf sich hat. Ob wir es bei ihm machen können. Ich glaube schon. Los geht's. Hallo. Oh, jemand hat da was angepasst. Jetzt muss alles neu machen. Das wird Stunden dauern. Ich bin den ganzen Tag hier. Okay. Jetzt warten, bis er wieder weg ist hier. Der Typ, nicht so. Dem in die Arme laufen. Hier rein. Okay. Warum renne ich hier rein? Achso. Können wir daran vorbeilaufen auch? Nee, schade. Aber man kann gegen die kämpfen. Okay. Probieren wir das mal. Können wir den stunnen? Ich glaube zwar nicht, wir probieren es trotzdem mal. Tatsächlich können wir den stunnen. Das ist natürlich ziemlich cool. Gleiche Taktik, wie wir es immer machen. Die Katze muss ja niemanden heilen. Die kann ja auch irgendwas machen. Ach komm, weißt du was? Nee, greif einfach an, ganz normal. Können wir den nochmal stunnen? Das wäre natürlich geil. Probieren wir es nochmal. Ja, jetzt ist er immun dagegen. Oh nein! Ich war zu spät. Oh, das gibt viel Leben. Oh! 11 Leben weggenommen. Okay. Mega-Monster, würde ich sagen. Okay, warte mal. Heilen? Wen heilt er als erstes? Am besten den hier, ne? Dann soll ich mal versuchen zu stunnen, das Arschteil? Oder lieber richtig Schaden machen? Wir suchen nochmal zu stunnen. Vielleicht klappt es ja beim zweiten Mal. Nee, jetzt sind wir noch immun dagegen. Oh, ich konnte gar nicht so schnell drücken, wie der schießt, ey. Danke, Bastard. Okay, aber du musst dich heilen hier, Katze. Damit du nicht drauf gehst. Ah, ich hab gedrückt, aber ich glaube, das reicht nicht so doll, wie der schießt. Ah, wir haben geblockt. Okay. Mehr können wir leider nicht machen, außer ihn anzugreifen. Ich kann leider auch nur diesen blöden Mini-Schlag machen hier. Es ist besser, wenn ich erstmal was noch esse hier. Obwohl, nee, machen wir jetzt. Oh! Das kann man gar nicht so schnell machen, wie der da zuhaut, ey. Kranker Bastard, ey. Oh, okay. Wir leben noch, aber nur noch mit 3 Leben und wir können nichts mehr machen. Boah, den können wir niemals killen jetzt. Shit! Der hat nicht mehr viel Leben gehabt. Ah, das war's. Oh, fuck, ey. Okay. Wir haben nicht mehr so viel Leben. Wir können es auch nicht heilen, leider. Da können wir schon. Wir probieren es nochmal. Pass mal auf.
Okay. Ich glaube, wir müssen die nochmal versuchen anzugreifen. Weil irgendwie, glaube ich, müssen wir an denen vorbei. Probieren wir es nochmal. Erstmal können wir hier stunnen, das ist schon mal ziemlich cool. Ich weiß nicht, was man da machen muss. Oh, Slash ist weg, bleibt gut. Das erstmal hier. Brauchen wir, um Leben zu pushen. Das heißt, sie macht einen normalen Angriff. Da müssen wir genau aufpassen. Okay, wir dürfen nochmal. Okay. Das Ding ist eigentlich besser, ne? Wenn wir schon weiter blutet. Du heilst bitte das kleine Mädel. Man drückt so schnell und trotzdem geht das nicht, ey. Das ist der Hammer. Auch nochmal so ein Angriff von hinten. Okay, das war ganz nicht so schlecht. Können natürlich keine harten Angriffe machen. Das bringt, können wir nicht mehr machen, geht nicht mehr, aber ist egal. Weil wir müssen jetzt lieber mit Heilung arbeiten. So blöde. Der schießt so schnell, ey, das ist der Hammer. Ich glaube, das müsst ihr ihn kriegen, oder? Ja. So schwer war der Kampf nicht, aber. Du hast kein Level auf. Und jetzt machen wir einfach mal ein bisschen mehr Leben. Glaube ich, mehr Sinn, oder? Okay, dann ist einfacher bei dem. Hier ist auch eine Tür. Komm mal da rein. Wir können da rein, okay. Liegt noch ein Comic rum? Nee. Ich habe das schon mal im Fernsehen gesehen. Ja, ich habe es gesehen.
Ein kleiner Schritt für FST, aber ein großer für die Menschheit, okay. Was ist das? Das sieht richtig aus. Also da ist ein Laser, den sehen wir ja. Das sieht aus wie eine Timeline von FST, was sie alles geschafft haben. Das Problem ist natürlich, dass dieser Laser uns wahrscheinlich töten wird, sobald wir da irgendwas machen. Enter Password. Ich habe kein Passwort. Ich weiß, ich weiß. Versuch mal FST. Das hat nicht funktioniert. Vielleicht kriegen wir auch irgendwann eine Statue. Ich glaube nicht, dass wir es wert sind. Wie wert? Wir sind es wert. Das hier? Eine Statue von unserem Gründer. Warum kämpft er gegen eine Riesenschlange? Ich hasse Schlangen. Das ist doch ein bisschen albern, ne? Also wir kommen da nicht durch, wie man sieht. Ich glaube, da muss man wirklich irgendwie... Ich glaube, wenn wir da durchgehen, sobald wir das Laserding überschreiten, wird er wahrscheinlich schießen, ne? Das Ding da. Ja, wollen wir mal testen, trotzdem mal, ne? Ach so, es ist schon... Okay. Vielleicht können wir den ja stunnen, mal gucken. Tatsächlich können wir das im ersten. Dann machen wir eine Blutung. Okay, wir können Angriff machen, denn die Katze hat ja alles voll. So. Okay. Zweimal dann macht ja keinen Sinn bei dem. Das sind wir wahrscheinlich schon. Machen wir lieber das hier. Oh, verdammt. Ich habe die Kombination oben nicht gesehen. Das war ja blöd. Oh. Aber egal, hat auf jeden Fall ein bisschen was abbekommen. So, heil mal. Und wen heilst du als erstes? Heil mal die. Versuch doch mal. Vielleicht kann ich hier nochmal stunnen. Immer das bedeutet, wir haben keine Ahnung, aber die Katze kann auf jeden Fall jemanden heilen. Ist nur das kleine Mädel, würde ich sagen. Ne, aber das kleine Mädel haben wir geheilt, also den großen. Also mich, genau. Ich weiß, was diese Qualen bedeutet. Er macht da nichts. Das ist natürlich ganz cool für uns, aber das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Ich muss leider normale Angriffe jetzt machen. Die Katze muss ich, glaube ich, selber heilen. Das Ding einfach gleich und wir sind alle tot. Kannst du mir irgendwie vorstellen. Oh oh, jetzt kommt's. Ah, verdammt. Okay. Okay, 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 okay. Noch ist nichts verloren, noch ist nichts verloren. Warte ab, warte ab.
Ja, wir müssen ihn killen. Sonst wäre das nichts mehr. Ah, okay. Den können wir echt noch killen, oder? Perfekt. Wir haben ein Kassettendeck bekommen. Leider haben wir aber auch sehr viel Leben verloren und sind eigentlich nur noch am Rumkrebsen. Schade. Na gut. Gut. Also an sich gibt es sonst nichts. Können wir einfach durchgehen? Okay. Konnten einfach durchgehen, aber gesund war es glaube ich nicht. Was ist das für ein merkwürdiges 3D-Bild hier? Irgendwas finden? Nein, 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 nein. Hier? Nein, nein, nein. Da ist ein Müller, vielleicht was? Wer? Hier eine Blume? Nur eine Blume. Ist hier irgendwas beim Computer jetzt? Nein, auch nicht. Ich gucke nochmal ganz kurz beim Roboter rein. Aber es ist nichts vom Roboter zu sehen, aber vielleicht hier. Den Getränkeautomat? Können wir da was zu essen holen? Das wäre ziemlich cool. Na perfekt, das machen wir doch mal. Okay, das kaufen wir nicht. Die kosten 10, 10, 10 pro Stück. Obwohl, ist egal, ne? Dann haben wir ein paar Sachen. Perfekt. Kannst ruhig mal ein bisschen Leben auffüllen hier. Warten wir mal ab. Wir füllen noch auf, aber müssen wir ja nicht gleich sofort machen. Sieht aus wie die Dinger, die draußen stehen, ja. Okay, und was ist das hier? Interessant. Ja, es steht gemacht von CC. Ich frage mich, wer CC ist. Hm. Ich kann die aufmachen mit diesem Knopf. Okay. Okay, das ist mal ein Labor, was echt cool aussieht. Können wir gleich mit dem ersten Professor reden hier? Hey, was macht ihr hier? Das ist ein bestimmter Gebiet, wo ihr nicht rein dürft. Wir arbeiten hier. Ach so, wer hat euch hierher gebracht? Das ist nämlich gegen die Regeln. Außer ihr seid hier reingeschlichen, aber das geht nicht, denn wir haben so viel Sicherheit hier. Wir sind unterbesetzt. Wir brauchen hier so viel Hilfe, wie es geht. Ich würde sogar Tiere anheuern, nur die am Computer arbeiten können. Hier, guck mal, haben die wirklich abgefahrene Viecher. Okay, das hier ist zu, kommen wir nicht rein? Wir gehen mal alles. Oh, hier ist noch einer. Das ist der Erdbeer von uns. Ach, so viele Fehler. Wie soll ich bloß anfangen? Was stimmt da nicht? Irgendwas mit der Frequenz stimmt nicht. Die Triangulation funktioniert nicht. Warum versuchst du dich umzudrehen? Die Frequenz umdrehen? Ich glaube nicht, dass es funktionieren würde. Es sei denn. Was ist, wenn ich die Interferenz umdrehe? Das haben wir doch gerade gesagt, du Affe. Das ist empty. Auch leer. Okay, aber gehen wir mal ein bisschen weiter rein hier. Oh, so viel Papierarbeit. Ich hasse Papierarbeit. Ich brauche mehr Hilfe hierbei. Sonst werde ich niemals fertig. Vielleicht kann ich meinen Boss überzeugen, dass wir mehr Hilfe brauchen. Ich bin doch schon da. Ich frage mich, wo diese Katzen sind. Uah, was ist das? Eklig? Das ist so süß. Du hast einen komischen Geschmack. Sag, was du willst, aber so einen möchte ich gerne mit nach Hause haben. Aber sie dürfen nie was aus dem Labor behalten. Vielleicht richtig so. Ich frage mich nicht, wie die überhaupt. Die sind definitiv nicht von der Erde, steht da. Ja. Das wird so sein. Da geht's nicht weiter. Das ist ein schon großes Labor, ne? Was sagt die denn hier? Oder ja. Ich, fra-
fragten mich, ob ich meinen Schreibtisch bewegen könnte. Wo willst du ihn denn hinbewegen? Du hast doch die erste Reihe Platz für das Ding in der Mitte. Also guck mal, das ist ein Portal und ich muss meinen Kopf immer so weit nach oben machen, damit ich was sehen kann. Siehst du die Brücke? Ja. Ich habe so viele Sachen hier runter verloren. Ach so, nicht die Brücke, meint natürlich den Abgrund, ne? Okay. Ich glaube, es guckt mich an. Ich glaube, es guckt überall hin. Es ist so riskant, Leute durch das Portal zu schicken. Wir wissen noch nicht mal halb so viel über das Portal. Was ist, wenn wir ganz woanders hinreisen? Auf die andere Seite der Welt. Der Planet bewegt sich doch. Ein Fehler und alles ist kaputt. Lassen wir suchen. Oh, guck mal, hier kommt wieder so aus, wie wir ihn benutzen können. Aber er da hinten sieht fies aus. Nicht von der Erde. Hey, hast du es gehört, was mit der Familie passiert ist? Nee, erzähl mir. Warte mal, Leute. Hey, ihr beide. Habt ihr noch schon was von Privatsphäre gehört? Wir haben eine Unterhaltung hier. Oh, Entschuldigung. Na gut. Unwichtig, unwichtig dann anscheinend. Wie kommen wir denn da hoch, ist die Frage. Da über die Treppe hier. Ihr beide, sieht nach jemand aus, den ich kenne. Hallo, Dr. Lee. Seid ihr Dianas Kinder? Das ist unsere Mutter. Was macht ihr hier? Das ist zu gefährlich. Wir sind dabei, ein Experiment anzufangen. Wir wollten nur mal gucken, wie Dads Arbeit so aussieht. Woher wisst ihr das? Ich kann mit euch jetzt nicht gerade reden. Wisst ihr? Wir haben zu tun. Das ist kein Ort für Kinder. Ich hoffe, ihr findet den Weg raus. Na klar, findet man raus. Hallöchen. Die Möglichkeiten dieses Projektes sind endlos. Wir finden eine neue Quelle für mehr Energie und andere exotische Spezien. Könnt ihr die Geschichte angehen? Hey, nicht nehmen. Ich hab die Blume von einer Ausgrabungsmission. Also von einem Alien-Planeten? Genau. Und deswegen darfst du nicht anfassen. Okay. Hallo, was machst du? Siehst du die beiden Server? Ich lade sie auf. Was machen die Lichter da? Die Lichter? Oh, die blinken. Ab und zu blinken sie schnell, ab und zu blinken sie nicht so schnell. Was tust du, wenn sie nicht mehr blinken? Oh, wenn sie stoppen? Gar nichts. Ist das deine ganze Arbeit? Ja. Okay. Was machst du denn? Ich bin ein bisschen beschäftigt. Bitte stört mich nicht. Hey, ich kann heute nicht reden. Warum nicht? Siehst du den Typen hinter mir? Das ist mein Boss. Wenn du über irgendwas mir erzählen willst, was nicht mit Arbeit gehört, dann bitte später. Ich kann später nicht reden. Dann mach es schnell. Was willst du mir erzählen? Nix. Wenn du nichts für mich hast, dann bitte geht. Ich bin beschäftigt. Du siehst nicht beschäftigt aus. Ich bin super fokussiert. Niemand anderes kann diesen Bildschirm angucken. Ist das dein Job, die ganze Zeit auf diesen Bildschirm zu gucken? Wenn ich ein rotes, blinkendes Licht sehe, dann sage ich den Typen hinter mir. Oder? Achso, das ist, warum sie nicht bezahlen. Na gut. Haben wir schon mal rumgeguckt so ein bisschen? Warte mal, da lag doch was, oder? Kann man das einsammeln hier? Ich denke mal, das ist längst. Guck mal. Sieht nicht so aus, ne? Außer die Pflanze da. Gut.
Nun gut, jetzt sind wir schon mal Labor. Machen wir hier direkt beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.